Gewitter im Kopf. Gewitter im Kopf. Tourette reagiert. So, das ist doch mal ein Video wert, nicht wahr, lieber D-King? Ich wäre wirklich lustig zu sehen, was Gisela dazu sagt. Sag ich genauso, bin ich deiner Meinung. Oha, Baby, dieser andere akkurate Haarschnitt hier. Tim mich übrigens gerade eben angerufen und gesagt, yo, hast du vielleicht einen Friseur? Und ich rufe jetzt mal ganz kurz Tim an der Stelle nochmal an, weil ich gerade im Livestream bin. Mal ganz kurz einen kleinen Videocall hier machen. Mal gucken, wenn ich den jetzt hier so... Nee, da seht ihr nichts. Da seht ihr nur meinen Tim Gewitter. Tim, geh da ran. Das hast du dir schon angeschaut. Ich hab's mir nicht angeschaut, einer meiner Cutter hat sich das angeschaut. Na gut, dann hat's sich erledigt, Tim. Pech gehabt, dann geht's halt morgen für dich nicht zum Friseur. Egal! Hier ist es für mich auch besonders spannend, wie mit dem Tourette-Syndrom umgegangen wird, auch in den Medien. Ich glaube, die nehmen beide Koks. Natürlich, klar. Warum nicht? Jeder Mensch, der Katzen hat, nimmt Koks. Oder, Anisedak? Liebe Grüße an euch, ihr seid einfach klasse, macht weiter so. Durch euch habe ich so vieles über die Erkrankung gelernt und kann jetzt auch in meinem... Ja, Chantal, schön für dich. Perfekt, sie soll einfach die Fresse halten. Er hat vollkommen recht. Draußen, wie du mit Unge wär schön. Wird es auf jeden Fall, denke ich, noch Wenn geben. Wir nach Madeira zurückkehren, machen wir das auf jeden Fall nochmal mega gerne. Stimmt, wieso habt ihr kein Video mit Unge gedreht? Jungs, Alter, ey, ich sag's euch immer wieder, ihr müsst ein bisschen... Bisschen mehr... Ja, das... Man muss dann auch, wenn man eine Kooperation... Leute, ich habe mich komplett hochgeschlafen, ja? Ich habe mit allen YouTubern kollaboriert, Leute. Am liebsten würde ich mir sogar Hosts von Montana Black kaufen, Alter. Aber die sind viel zu teuer und man darf das übrigens auch nicht. Aber man muss schon dann so ein bisschen die Pyramide... Ja, da kann man doch Unge einfach mal fragen und sagen, du Unge, machen wir mal Ungeklick mit. Dann machen wir ein Video zusammen. Ja, so gehört sich das, Leute. Ja, so, nicht anders. Nur damit der Rothaarige ein bisschen Fame bekommt. Oh, Rothaarige, Tim, du sagst es, oder? Ja, darauf hast du Bock, Tim. Mhm. Hey, ich heiße Alida, bin 18 Jahre alt und liebe euch und eure Videos. Auf diesem Foto habe ich leider beim Bowlen manche Kegel nicht getroffen. Peinlich. Wir sind beide nicht so gut, was sowas angeht. Aber ich bin noch besser. Ja, das kann sogar sein. Ja, immer. Okay. Fick dich! Alina? Alina? Das ist für dich. Das ist nicht Germany's Next Topmodel, das ist Leben oder Tod. What the fuck? Ich bei der Arbeit im Labor, bin in der Gerichtsmedizin. Hallo, ich bin die Chantal, ich habe gerade eine Leiche aufgeschnitten. Junge, what the fuck? Ich bin auf 19. Gerichtsmedizin finde ich ja mega interessant. Wenn du so weiter Front des Landes irgendwas da drin, Habibi. So, gehen wir Leichen aufschlitzen. Nee, also ich... Doch, Michael Schumacher, einen Moment voll. Es ist nicht witzig. Es ist nicht witzig. Ja. Wir wollten unbedingt Jan Giese das Skispringer nachmachen. Ha, lieber Tim. Du Fätzchen. Lieber Tim, ich bin schon volljährig, so wie man erkennt. Ich bin einverstanden, damit gezeigt zu werden. Ich bin der Paul und habe das Bild von meinen Enkeln machen lassen, weil sie es lustig finden, mit dir Späße zu machen. Okay. Wenn das Bild hässlich wird, wirst du enterbt. Bro, Alter. Der Typ ist ja schon was älter. Voll cool, dass der das macht, Alter. Finde ich immer so nice. Was ist mit meinem Chat und egal, Leute? Es ist Coronavirus, egal. Tom Cruise in 30 Jahren. Ja, ist doch nice. Also ich würde auch gerne wie Tom Cruise aussehen. No flex. Tom Cruise, schöner Mann. Kann man küssen. Muss man nicht. Kann man machen. Würde ich machen. Ja. Yeah. Ägyptenurlaub, hat sie einfach mal zugeschrieben. So Besuch beim fickenden Pharao. Genau der ist es. Wer kennt den nicht? Den fickenden Pharao in der Cheops-Pyramide. Da kann man auf jeden Fall mal hinfahren und sich wegflexen lassen. Ach ja, das war auf so einer Schiffstour wahrscheinlich. Boah, ich würde auch gerne mal so eine Schiffstour. Ist ein Fahrrad. Das war ich vor 5 Jahren. Hatte einen Tumor im Rückenmark. Bro, kannst du den Screenshot vielleicht nochmal machen, Alter? Also, Ja, Krüppel. Und habe mich über einem Jahr wieder auf die Beine gekämpft, sodass man es mir heute nicht mehr anmerkt, dass krank, ich krank Mann. War. War eine heftige Zeit, in der ich aber viel gelernt und von der ich viel mitgenommen habe. Finde es klasse, wie ihr über Krankheiten im Beispiel von Jan redet, es als etwas ganz Normales darstellt und so die Hemmschwelle gegenüber außergewöhnlichen Menschen fickt. Senkt. Bin froh, dass es euch gibt. Krass, krasse Story, Mann. Ich finde sowas immer übertrieben inspiring, wenn Leute halt sowieso generell ja auch Jan und Tim so cool mit dieser Krankheit umgehen, aber auch andere Leute, die halt schwer krank gewesen sind, sich dann wieder zurück ins Leben kämpfen und halt wirklich ihren Alltag wieder komplett unter die Kontrolle machen. Kontrolle machen wahrscheinlich. Leute, ich muss wirklich einfach mal zu einem Logopäden gehen. Da stimmt irgendwas mit mir ganz und gar nicht. Dankeschön. Oh, vielen lieben Dank. Und krass, dass du dich so schnell wieder auf die Beine gekämpft. Die hätte ich ein Rad geklaut. Ach du Scheiße, die hat die Krätze.
habe ich auch schon mal gemacht, so eine Maske, Alter. Immer ziemlich unangenehm, vor allen Dingen, wenn man das so ein bisschen in die Fresse bekommt und dann hat man diese ganzen Zähne voller Sand. Egal. Entstanden im Zoo Neuwied, da haben wir auch schon gedreht. Mhm. Der Affe namens Marlock kennt mich, da ich dort... Hä? Zeichensetzung ist für dich wohl ein Fremdwort, du scheiß Legastheniker. No front. Kennt mich, da ich dort mal gearbeitet habe, deshalb gab er mir die Hand. Das fand ich richtig süß. Das sind wohl deine Artgenossen, die können mal besser Zeichensetzungen als du. Das Ding ist halt, Affen sind halt unsere Artgenossen, von daher no Beleidigung an der Stelle, Affen sind uns ziemlich nah verwandt. Genau genommen sind wir alles Affen, nur ohne Haare, mit einem deutlich kleineren Schwänzchen und weniger Muskeln. Eigentlich sind wir tatsächlich, abgesehen von unserem Gehirn, die weckeren Affen. Das ist leider so. Es gibt Menschen wie mich, da sieht man das ganz doll. Ich fand das richtig süß, das Foto. Auf dem Bild war sehr recht und für die Kinder kann es auch schon mal aus der Dose sein. Ein Mettbrot. Boah, nee, ey, Erdbeerkäse. Dieses schickte mit Leberwurst. Vor ein paar Wochen einer Freundin, welche zur selben Zeit auch eins gegessen hat. Schön, toll, super. So, Freunde, das war's auch schon wieder mit dem Video. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und dass wir uns bei einem von unseren nächsten Videos wiedersehen. Bis dahin. Sein, macht's gut. Hä, warte mal, habe ich die Hälfte irgendwie ausgelassen oder so? Ja, die haben wir auch alle gar nicht gesehen hier. Lol, what the fuck? Welche Bezeichnung hat dein Gendefekt? Bro, nicht auf die Gene shooten, das macht man nicht. Fürs Video, liebe Grüße, fand den Blick von meinem Hund da ganz witzig, hoffe, das Bild hat eine Chance. Mal gucken. Der Hund ja, dein Gesicht nein. schmerzhaft. Bro, ich muss ehrlich sagen, also was Gisela, ich dachte immer so, beleidigungsmäßig wäre ich King. Ich dachte immer so, beleidigungsmäßig kann mir keiner was nachstehen, aber Gisela itself rasiert komplett durch. Also Gisela kennt wirklich keine Grenzen, Mann. Gisela ist extrem stark, was Beleidigung angeht. Kann man nicht anders sagen, Mann. Ey, ich hoffe, ich werde nicht auf Twitch gebannt. Das wäre so belastend, Mann. Ich wäre wirklich lustig zu sehen, was Gisela dazu sagt. Ich bin natürlich... Gisela wird nicht mit IE geschrieben. Wir rufen ihn nochmal kurz an. Gibt es denn keinen Abonnenten, der schreiben kann? Bro, was geht? Ich streame gerade. Kann ich dich kurz in die Cam halten? Man sieht dich gar nicht, Alter. Was geht? Was geht, Chat? Hier ist mein Chat, da ist mein Stream. Sehr geil. Digga, ich sag's dir so, wie es ist. Ich habe gerade euer Video gesehen, wo ihr Kochikowski, Dankeschön für die 5 gibt es Subs. Dankeschön. Ich habe gerade das Video gesehen, wo ihr diese Schokokuss-Torte gemacht habt. Und da ist ja jetzt mehrfach ein Wort gesagt worden, was auf Twitch auf der Bannliste steht. Wollte dich jetzt nur darüber informieren, dass, falls ich gebannt werden würde, ich euch einfach den Ausfall, der mir dann in dieser Zeit anfällt, in Rechnung stellen würde. Du, das mit dem Friseur, da reden wir nochmal drüber, das ist echt dringend notwendig. Wir sprechen da... ja, wir sprechen... Ich geb dir vielleicht noch heute Abend bezahlt. Hast du morgen früh spontan Zeit? Richtig früh, so 7 oder so. Ist kein Joke. Ich gebe dir noch Bescheid gleich, ich muss selber noch mit dem. Also wie gesagt, es handelt sich da so um circa, wenn ich jetzt angenommen, ich werde eine Woche gebannt, sind das so knapp 10.000 Euro, nur dass ihr... Perfekt. Super Leute, dann haben wir das auch schon geklärt. Ich krieg mein Geld zurück. Perfekt. Die beiden Jungs sind sicherlich gewittert und versichert. Perfekt. Kochilowski, Dankeschön für die Gift des Subs und Spielkind23, Kuss auf dein Augenlid. Hier, Tröpfcheninfektion, aufpassen, Augen zu. Nicht mal der kann schreiben. Den hatten wir stimmt, auch nicht, natürlich. Warte, so, wir haben hier vorne nicht weitergemacht. Nicht? Doch. Zu putzen, ich habe mich der Aufgabe elegant gestellt und hat uns das Foto dazu geschickt. Putzen mit ZZ, pussen muss. Kannst du nicht richtig schreiben? Du schreibst ja wie der Tim. Ja, ich bin auch nicht so das grammatikalische Ass. Tim, was kannst du? Krieg jeder Vollidiot Abitur. Risikoreiche Aktion, die irgendwie. Ich habe mich nicht so auf die Wetter gestellt, auf jeden Fall. Ich hätte dich auch geschubst. Ganz aus Versehen. Huch, da bist du aus Versehen runtergefallen. dies ist ein Foto von mir, bin 23 Jahre Musiker. Ich finde euch einfach super und schaue euch jedes Video gerne. Macht bitte weiter so. Und dieses Mal muss ich einfach dabei sein. Warte schon. Manchmal glaube ich auch, dass einfach Gisela gar nicht das, also macht, um Jan irgendwie zu diskreditieren, sondern einfach Gisela manchmal das macht, was Jan gerade denkt. Einfach nur, juckt mich nicht. Leute, was hat es mit diesem, egal, wird kein Meme bei mir im Chat. Gewöhnt euch das gar nicht erst an. Darauf daran zu kommen, will unbedingt wissen, was, wie Gisela auf mich reagiert. Das ist gar nicht gruselig.
Alter, what the fuck? Okay, ja, why not? Aber das ist krass, weil Süßbild. Ich glaube, da, wo er uns das Foto geschickt hat, war das das erste Mal, wo wir dieses Format gemacht haben. Am 13. Dezember haben wir das... Ach, das... Nee, das ist... Ja, nee, das stimmt. Ich habe vergessen, was ich gesagt habe. Das tue ich eh immer. Aber Mathe, danke schön für das Support. Weihnachtsstimmung mehr, ne? Am 13.12. Obwohl... Am 13.12. ist das schon keine Weihnachtsstimmung mehr. Ja, gut. Doch, natürlich. Das ist die Adventszeit. Stimmt, natürlich. Ich dachte gerade 13.01. Die 12 steht nämlich für den Januar, wie man das auf der Hebo-Schule lernt. Hä? Ich bin der Tim, ich kann jetzt meinen Namen tanzen. Kannst du das eigentlich? Ich kann das nicht. Nein, ich weiß nicht, wie das J geht. Lobless, danke für den Gift des Sub, Bro. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Genau, so geht das J. Safe, so tanzt man seinen Namen, Bro. Genau so. Man tanzt genau so seinen Namen. Genau so tanzt man seinen Namen. Ich glaube, man stellt sich einfach nur hin, wenn man seinen Namen tanzt. Ich demonstriere gerade, man stellt sich hin und schreit einfach seinen Namen. Tim! 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 Genauso tanzt man seinen Namen. Wahrscheinlich, Habibi. Genauso wird's laufen. Stimmt, gut, dass du mir gezeigt hast. Okay, vielleicht, also ihr könnt einen Daumen hoch geben, wenn ihr mal Bock auf das Video habt, wie wir unseren Namen tanzen. Und die... Nein. Und die Nachnamen auch. Maxen, dankeschön, Bro. Boah, ja, stimmt, bei unseren Nachnamen. Hallo, ich heiße Nadine, ich schaue echt jedes Video. Nimm eine Hand runter. So nicht, mein Junge, so nicht. Vor allem, wenn Gisela mal über mich reagiert. Es haben übrigens sehr viele Leute geschrieben, dass sie jedes Video von uns schauen. Also wir scheinen... Das hoffe ich doch. Und ihr lasst bitte die Werbung durchlaufen. Natürlich, deshalb sind wir hier, um eure Miete zu zahlen. Jeder, der einen Adblocker hat, wird von mir angezündet. Geile Aussage, würde ich unterschreiben bei mir im Stream. Jetzt zappt ihr endlich rein, Mann. Eine sehr aktive Community haben wir auf jeden Fall. Team Pommes, perfekt. Welche Bezeichnung hat dein Gendefekt? Fürs Video, liebe Grüße, fand den Blick von meinem Hund da ganz witzig, hoffe, das Bild hat eine Chance. Mal gucken. Der Hund ja, dein Gesicht nein. Ich glaube, du hast Skoliose. Man kann auch ohne Geld reinzappen, es gibt da sowas wie Twitch Prime. Kann ich nur empfehlen, dass ihr das mal macht, Leute. Holy shit, Alter. Was soll's? Okay, 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 go. Genau, ich hatte nämlich doch dazu geschrieben, ihr könnt uns auch euer Lieblingszitat schicken und das hat sie gemacht. Sie hat es geschickt. Mayda, danke schön für das Sub. Be yourself, even on your worst days, you are okay. Das ist doch mal eine gute Motivation. Nee, zitieren, ich will nicht, dass die Alte gezeigt wird. Und raus damit. Dass sie rausschneiden. Mit schwarzem Balken ist okay. War natürlich nicht ernst gemeint. Tim, du bist einfach zu lieb, Mann. Du bist einfach zu lieb, Mann. Manchmal muss man den Leuten auch mit dem Respekt gegenübertreten, wie sie dir gegenübertreten. Mit gar keinem. Meine Community hat keinen Respekt vor mir. Ich habe keinen Respekt vor meiner Community. Und so leben wir das hier. Ganz einfach. Weil ich habe nichts geleistet, die haben nichts geleistet. Wir sind alle ein großer Haufen Scheiße. Mehr nicht. Pommes. Evaluate. Ich wollte euch mal sagen, dass mir eure Videos echt super Laune machen und dass ich euer Lied extrem gut finde. Vielen, vielen Dank. Danke. Das mit dem Lied freut uns natürlich sehr, weil wir daher nicht wussten, wie das ankommen wird am Anfang. Aber das hat jetzt, glaube ich, auch schon über... Ich glaube, es hat schon 1 Million Streams auf Spotify mittlerweile. Und irgendwie 1,2 Millionen... Halt's mal, du laberst immer das Gleiche. Genau, Tim. Es kommt dir nur auf die Zahlen an. Es geht hier um die Message. Und die Message ist halt die Schnauze. Ganz einfach. Wieso fronte ich Tim jetzt eigentlich die ganze Zeit? Ich mag ihn übertrieben gern. Ist ein süßer Typ so. Jan ist ja mir deutlich sympathischer. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ein Joke. Da! Hund oder Waschlappen? Ich bin ja so froh, dass alles beachten, die Bilder ohne Filter zu schicken. Bro, diese Fronts, Alter, kann man sich nicht ausdenken. Ja. Na! Aber das ist ja wenigstens nicht so ein starker Filter. Ja. Glaubst du, die ist echt so hässlich? Oh, war ja. Ich bin Caro, 22 Jahre alt und ein Admin dieses Accounts hier mit Millionen Kokoschlampe. Erstmal schöne Grüße, danke, dass du einen Fan-Account gemacht hast. Uns freut uns das immer mega, wenn wir sehen, dass es schon so viele Fan-Accounts gibt. Jan juckt das einfach gar nicht. Oder so viele Accounts, die ihr erstellt habt. Wenn ihr rote Haare habt, schickt den Tim Nacktbilder. Ja, so ist es. Also nicht Nacktbilder vielleicht, aber mal eine freundliche Nachricht wie: Hey, wie geht's? Können wir uns vielleicht treffen? Hm? Tim, warum denn auch nicht? Warum denn noch nicht? Das läuft doch. Habe ich dich jetzt aus dem Konzept gebracht? Ja. Stimmt, weil er ausspricht, was du willst, Tim, du perverser Schweinehund. Ein bisschen. Das Bild hier ist heute mit meinem besten Freund eher spontan entstanden und meine Pose war eher erotisch gemeint. Arschloch. Schön. Hey, ich liebe dieses Format von euch.
Es wäre besser, wenn du die Bilder vielleicht ein bisschen kürzer einblenden kannst, damit ich da auch gar keine Zeit habe, mir das anzuschauen. Danke, Tim. Mega, und erhoffe mir übelst beleidigt zu werden. Okay, ist auch interessant, dass man sich sowas erhofft. Die Aufnahmen mit den Tieren sind immer wieder gut. Vor allem glaube ich, dass nichts mit Hühnern bislang vorkam. Das letzte Foto ist aus dem Affen- und Vogelpark in Eckenhagen entstanden. Ich schreibe keinen Roman voll Pfosten. Hässlicher Affe links auf dem Bild. Mann, so schnell wie Gisela schaltet, Alter, da komm nicht mal her mit meinem komplett mit Beleidigung durchzogenen Gehirn, Alter. Das ist so crazy, Mann. Egal! Gott sei Dank kein Corona. Ach, das ist, ach, das, auch, ist das. Das ist das mit dem. Genau. Das ist das mit dem Vögelnhaus. Selbst die Hühner haben mehr Emotionen. Und die haben nur ein IQ von 15. Als ob ein Huhn ein IQ von 15 hat. Hat Lena Meyer-Landrut geantwortet? Leider nicht. Aber sie hat mich auch nicht blockiert und sie hat es nicht gesehen. Also alles noch cool. Oder warte mal. Nee, sie hat es nicht gesehen. Sie hat es nicht gesehen. Alles ist gut. Ich muss mir keine Sorgen machen. Das heißt, normale Nachrichten werden auch niemals bei Lena Meyer-Landrut von mir ankommen. Naja, egal. Hashtag NoFilter. Bla 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 bla. Bin Jasmin, 25 Jahre jung, hab zwei Käterchen. Katerchens steht da. Zitat, der kürzeste Weg zu dir selbst führt einmal um die Welt. Das ist voll der Umweg, du dummes Stück. In jeder so, noch so doofen Situation, die einen schlechte Laune bringt, muss ich sagen, schaue ich mir eure Videos an und bin mir manchmal echt dabei, den Piep dabei abzulachen. Arsch! Das muss ich aber den auch sagen. Arsch abzulachen. Obwohl. Siehst du, er kann gar nicht lesen. Wer macht dann Karneval Breakdance on the Floor? Da hast du dich gerade. Ja, egal, die Story erzählen wir nicht, aber. Breakdance, ja, nee. Tim nimmt sich einfach selber komplett hops, Jan Tim. Das ist wirklich krass, wie schnell das geht. Krass. Vor allem, wann haben wir die 1,7? Da gibt's Schoki für dich. Lecker. Du willst das, du musst du nehmen. Ich will mit Papier. Ich hab doch schon ein Foto. Und dazu hat sie uns dieses Foto gesendet. Du hässliches Gurkenkind. Hässliches Gurkenkind. Hallo. Vor allem, macht diese Gurke da oben überhaupt Sinn? Mein Name ist Jack, ich mache auch YouTube, bin Rapper. Und Grüße gehen raus an meine Familie. Du bist Rapper? Dazu hat er uns dieses Foto. Das glaube ich dir nicht. Das Bild ist übrigens. Ich glaube, da sind ein paar Sachen rausgeschnitten worden, Alter. Das ist entstanden, als wir unsere letzte Prüfung für das Wintersemester geschrieben hatten und das gefeiert haben. Da weiß man nicht genau, von welchem Kontinent die kommt. Oder ist das eine Mischung? Ich hoffe, du bist wieder gesund und Jan geht es auch gut. Ja, ich bin. Mir geht's gut und der Tim lebt leider immer noch. Ganz liebe Grüße aus Bayern, Nina. PS, geh mal eher schlafen. PS, geh mal arbeiten, du Gut, Leute, das war's von dem Video. Schauen wir uns so lange noch ein anderes Video an. Komm.